Pflegeamnestie, Fristende für illegal Beschäftigte. Hautkrebsvorsorge, Ärzte suchen Melanome in den Bädern. Stubenblues, Resetaritz-Konzert in der Südsteiermark. Und das Wetter morgen zeitweise sonnig. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Steiermark heute am Sonntag. Morgen, am Montag, läuft die sogenannte Pflegeamnestie aus. Wer Pfleger oder oft sind es auch Pflegerinnen beschäftigt und sie nicht regulär angemeldet hat, muss mit einer Anzeige und mit Strafen rechnen. Die ÖVP will eine Verlängerung dieser Amnestie, die SPÖ lehnt das strikt ab. Tausende Steirerinnen und Steirer sind auf eine 24-Stunden-Pflege angewiesen. Für viele von ihnen scheint nach wie vor klar, eine sogenannte legale Pflege können sie sich einfach nicht leisten. Pflegerinnen oder Pfleger aus dem Ausland seien deutlich billiger. Wer bisher als Pfleger illegal in Österreich gearbeitet hat, hat noch morgen die Möglichkeit, sich anzumelden, dann also nach österreichischem Recht legal zu pflegen. Wer dies nicht tut, riskiert eine Strafe von bis zu mehreren tausend Euro. Die sogenannte Pflegeamnestie läuft mit 1. Juli aus. Klaus Katzianka, selbst auf Pflegehilfe angewiesen und Initiator eines sogenannten Pflegevolksbegehrens, spricht wörtlich von einer katastrophalen Situation. Ich finde es einfach unfair, dass man mit Gesundheit oder mit Menschen hohem Alters einfach parteipolitisch spielt und nichts anderes ist es. Es ist ganz einfach nicht leistbar. Ein Mehraufwand von ca. 300 Euro können sie die Leute nicht mehr leisten. Sollte es nach dem Auslaufen der Pflegeamnestie zu Anzeigen kommen, werde er sich voll hinter die Betroffenen stellen, so Katzianka. Nicht wenige ausländische Pflegerinnen seien verunsichert und würden derzeit keine Arbeit bei Patienten in Österreich annehmen. Das sind die Armen, das sind die wirklich Armen. Die liegen daheim im Bett und wissen nicht, wer morgen da ist und auf einer schauen wird. Das ist ja Politiker, mal 14 Tage hinstellen. 14 Tage hinstellen ans Bett und den versorgen. Dann denke ich, dass er anders treten würde. Für sein Pflegevolksbegehren hat er bisher etwa die Hälfte der nötigen 8000 Unterschriften. Und das, so Katzianka, obwohl er von Politikern und Gemeinden behindert werde.